Ja, Buchlaunch-Event. Ja, wie kam es überhaupt dazu? Vor rund 7 Monaten habe ich mich heute erinnert, saß ich gemütlich in Island in geothermalen Quellen und hatte das Manuskript zu diesem Buch in der Hand. Ich erinnere mich daran, wie ich einen tollen Ausblick ganz in die Weite hatte und visualisierte, wie denn wohl denn irgendwann die Veröffentlichung des Buches aussehen mag. Und deswegen bin ich ganz begeistert und dankbar, heute hier so viele Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich glaube, vor einem Jahr ging es los mit der Buchidee oder eigentlich war es ja eine Blogartikelidee. Vielleicht magst du mir erzählen, Dennis, wie ist es überhaupt zum Buch gekommen? Ja, wie ist es zum Buch gekommen? Also, erstmal kam ein anderes Buch. Dieses Buch, Schattenorganisation von Stefan Kühl und noch ein anderes Buch, Funktionen und Folgen, Holacracy, Funktionen und Folgen eines Managementmodells, glaube ich. Und das waren beides Publikationen, die waren schon mehr länger in der Mache. Also, es gab auch immer schon mal sozusagen Studien dazu, die auch schon vorab veröffentlicht wurden und Essays und da waren dann teilweise auch Sachen bei, die ich schon mal kommentiert hatte in eigenen Blogs und so weiter. Und dann, gut, dann kamen diese Bücher raus und ja, da war ich so ein bisschen etwas schockiert, wie schlecht Holacracy da wegkommt. Hab gedacht, okay, also das kann ich jetzt so auch nicht so stehen lassen. Und wollte dann, habe mich dann dran gesetzt, mal einen etwas längeren Blogpost zu schreiben, um die Kritiken zu adressieren. Und genau, dann waren es 10 Seiten, dann 20 Seiten, dann 30 Seiten, dann 40 Seiten. Dann habe ich gedacht, okay, wird ein Buch. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben über Holacracy, allerdings nicht dieses, hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, eher so ein Praxishandbuch. Aber das war jetzt eher dran, einfach weil, ja, dass Stefan Kühl und die Bielefelder Forschungsgruppe, die das erforscht haben, sind ernstzunehmende Wissenschaftler und werden sie auch weit rezipiert. Und das prägt natürlich das Bild von Holacracy in der Öffentlichkeit. Und mir ging es darum, eben aus der Perspektive eines Praktikers diese Kritiken ernst zu nehmen und im Detail zu beantworten. Und das ist eigentlich das, worum es im Kern geht in diesem Buch. Ja, im Detail antworten. Das ist ein gutes Stichwort. Da warst du schon fast dabei. Vielleicht kurz zu uns oder zu mir. Tobias Klose, ich bin Partner von Xpreneurs jetzt seit fast 2 Jahren. Xpreneurs, kleine Schweizer Organisationsberatung für das Thema Selbstorganisation, absichtsvolle Entwicklungspraxis und auch rechtliche Purpose-Container für Organisationen. Und ich bin heute ganz dankbar, Dennis, dich hier begrüßen zu dürfen als frisch gebackenen Autor und langjährigen Holacracy-Coach, mittlerweile Holacracy-Master-Coach. Seit 2008, 2007, 2008 haben wir eben reflektiert, hast du angefangen mit diesem Thema, dich zu beschäftigen. Hast damals mit Brian, die ersten, Brian Robertson, der Holacracy-Pionier, den hast du damals nach Europa eingeladen, mit ihm die ersten Events und Touren gemacht und ja, bist seitdem auf dem Weg, ob interner Coach bei großen oder kleinen Unternehmen und auch Berater. Ja, vielen Dank für dieses Buch schon mal und vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit nimmst, uns das Ganze vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ja, für wen hast du vielleicht das Buch geschrieben? Vielleicht fängst du mal da an, damit an. Für euch alle. Also hauptsächlich ja, Organisationsberater, interne Holacracy-Coaches, alle die sozusagen die einen tieferen Blick auf die Praxis wollen und ja, im Prinzip auch, ja, durchaus auch für die akademische Welt, weil es wäre natürlich irgendwie traurig, wenn über Holacracy eigentlich nur zu finden ist, dass das eine furchtbare Methode ist, die irgendwie die nicht funktioniert oder so. Und ja, aus der Sicht natürlich auch für Praktiker, also alle Praktiker, die eben mit Holacracy arbeiten, die es intern verwenden in Organisationen, alle, die ja, die Fallstricke vermeiden wollen, Missverständnisse vermeiden wollen, besser werden wollen in der Praxis. Für all die ist das, denke ich, eine
ein interessantes Werk, ja. Okay, Gut. vielleicht startest du mal mit einem groben Überblick, irgendwie Inhaltsverzeichnis oder Gliederung. Genau. Also, wie gesagt, nochmal, warum dieses Buch? Ne, wegen dieser Bücher. Das andere hatte ich nicht gezeigt eben. Das war so der Stein des Anstoßes. Und dann obendrein kam, hatte der Kühl, Herr Kühl, sich noch gewünscht auf LinkedIn öffentlich, dass es ein bisschen mehr Gegenwind gebe. Und ja, jetzt kann ich sagen: Voilà, hier ist er. Genau. So war so ein bisschen der Prozess für mich. Genau, worum geht es im Buch? Die Hauptkapitel. Das erste Kapitel dreht sich um, was ist Holacracy, zum Kontext für alle, die es noch nicht kennen. Also ich werde jetzt auch hier auch nicht so viel zum ersten Kapitel sagen. Ich denke, das ist für alle, die heute hier sind, sagen wir mal so ein bisschen Grundvoraussetzung, dass man da so ein bisschen schon versteht. Natürlich ist das hilfreich, wenn man das noch nicht kennt, das zu lesen, das erste Kapitel. Aber der Juice ist ja eigentlich da, wo es um die einzelnen Kritiken geht. Das ist nur für die, die jetzt irgendwie einsteigen ins Thema. Ja. Dann das Weitere ist, genau, das zweite Kapitel ist so der Hauptpart, würde ich sagen, wo es wirklich darum geht, was sind jetzt die Kritikpunkte an Holacracy und wie würde man das aus Sicht eines Praktikers beurteilen, einordnen, was da zutage gefördert worden ist? Also ist das berechtigt und inwiefern ist es berechtigt und wie sollte man damit umgehen oder welche Empfehlungen könnte man aussprechen, um ja, damit man nicht in gewisse Fallen tappt? Dann ist ein Thema, dass es mir wichtig war, einzubringen, war das Polaritätsmanagement. Darum dreht sich das dritte Kapitel. Das ist eine hilfreiche Linse, um ja, zentrale Polaritäten in Organisationen zu managen, zu erkennen, zu managen. Und es hat insofern mit dem Thema Holacracy zu tun, als dass Holacracy hilft, Polaritäten zu managen. Das ist so jedenfalls meine These. Und es bietet auch einen Rahmen, um zu verstehen, warum vielleicht die Kritik etwas einseitig ist. Ja, dann gibt es noch das Kapitel 4. Da geht es eigentlich um die ganze Art und Weise. Also wie ist das eigentlich abgelaufen, die Kritik. Also erstmal, ja, ne, also wie ist die Kritik an Holacracy zustande gekommen? Was ist zu den Daten zu sagen und zur Interpretation der Daten? Und wie sollten wir eigentlich sozusagen Wissenschaft und Praxis, wie sollten die eigentlich in Dialog treten in Zukunft, also auf eine bessere Weise? Das sind so ein paar Überlegungen dazu, ja. Genau, und dann noch Zusammenfassung, Schlusswort. Genau. Ja, soweit die Übersicht über die Inhalte, ganz grob. Und da wollen wir jetzt ein bisschen reingehen, ne? Bevor wir in den spannenden Teil der Kritiken, der Juicy ist, eintauchen, gibt es noch etwas, was du zu Kapitel 1 noch sagen möchtest zum Thema Holacracy? Ja, also es gibt so also zwei Dinge. Also was ich da mache, ist im Prinzip alle Elemente vorstellen. Was ist Governance, was ist Tactical, was sind Kreise, was sind Rollen, Verantwortlichkeiten, eine Struktur und so weiter. Und also so zwei Highlights wollte ich nochmal rausheben. Einmal nochmal so eine Reinterpretation von Holacracy, die von Bernard-Marie Chiquet. Stammt, der ist, es war ein Mastercoach, auch ein Holacracy-Mastercoach, der leider kürzlich verstorben ist. Aber der hat interessantes Reframing gemacht und hat eben gesagt, also es ist eigentlich eine neue Art von Management, die wir mit Holacracy da, eine neue Kategorie von Management, die mit Holacracy, die uns da begegnet, nämlich nannte das konstitutionelles Management. Ein Managementsystem, in dem die Machthaber, meist die Führungskräfte, eine Verfassung für die Organisation verabschieden, die der Art und Weise der Machtausübung durch Regeln und Prozesse regelt, die für alle gelten, auch für sie selbst. Also hier haben wir diese bindende Funktion der Regeln der Verfassung, die wir ja eigentlich auch kennen aus dem Nationalstaat, aber oder in, ja, in allen
demokratischen Staaten gibt es irgendwie so eine Art Verfassung in der Regel. Und das ist ein neuer Gedanke für Organisationen in gewisser Weise. Und die Art und Weise, wie Holacracy das macht, ist neu. Es ist, und ist innovativ. Ein anderes Konzept, das ich da auch kurz beschreibe, ist die Idee des organisationalen Citizenships. Das schreibt Diederik Janse, auch Master Coach. Also das ist die Idee, dass sozusagen Organisationen vielleicht mehr sind als nur Orte, um Geld zu verdienen, sondern Orte, in denen wir sozusagen sinnvolle Dinge tun, die auch gesellschaftlich relevant sind. Genau, das sind so zwei Dinge, die ich einmal ein bisschen hervorheben möchte. Was ich sonst noch mache in dem Kapitel, ist im Prinzip ja auch noch ein bisschen die Abgrenzung zur Soziokratie, weil das auch oft gefragt wird. Wie ist das eigentlich anders oder ja, verschieden von Soziokratie, weil es gibt ja sehr große Einflüsse von Soziokratie auf Holacracy, ist eigentlich ja, eine der Ursprünge, sage ich mal. Und da in dem Kapitel, oder ja, Subunterkapitel geht es ein bisschen darum, was sind so Aspekte, die man nennen kann. Ich würde jetzt nicht alle im Einzelnen hier diskutieren, aber nur einfach vielleicht nochmal nennen. Also Holacracy hat eine Verfassung als objektiviertes Regelset. Das hat die Soziokratie nicht in der Form, jedenfalls keine öffentliche. Dann gibt es ein. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Zeit. Das ist sicherlich spannend, Dennis. Okay. Verlierst du ein bisschen in den Details. Lass uns doch vielleicht mal weitergehen. Ich weiß nicht, wie viele aus der Soziokratie sind heute hier, die Soziokratie als Schwerpunkt haben. Ist das relevant? Wenn ja, dann jetzt aufzeigen. Sieht nicht so aus. Also Also lass ich uns mal. sage noch zwei Sachen dazu. Und zwar, ich sage mal, Punkt 5 ist relevant, also dieses ja, ne, wie werden Einwände definiert? Was ist ein schwerwiegender Einwand in Soziokratie versus was ist ein objektives, Anführungsstrichen, Kriterium für einen Einwand nach den Regeln der Verfassung? Und ja, operative Prozesse, sage ich mal, ne, Tactical Meetings in Holacracy, die gibt es in der Form so auch nicht in der Soziokratie. Also ich würde sagen, es hat eine Menge hinzugefügt. Es ist nicht dasselbe. Das ist vielleicht die Botschaft. Okay, ich gehe mal weiter zum zweiten Kapitel. Also hier ist die Übersicht. Also was sind so die Kritiken? Also nicht nur, ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt hauptsächlich an Kühl sozusagen orientiert da als zusammenfassende Kritik, weil er auch alle anderen Kritiken zu Holacracy mehr oder weniger rezipiert und zusammengefasst hat. Also ist eigentlich ein ganz guter Stand zu den aktuellen Kritiken an Holacracy. Ich habe noch ein paar andere ergänzt, die ich auch noch gefunden habe, aber es hauptsächlich bezieht sich schon auf Schattenorganisationen und was dort genannt wird. Also ist zum einen der Begriff der Hyperformalisierung taucht auf bei Kühl. Ich zähle dann gleich was noch mehr dazu. Dann das Thema Formalitätsruinen. Role over soul. Also nicht nur Role versus soul, sondern over soul. Mitarbeitende, die sich hinter vielen Rollen verstecken. Erstickung von Initiativen. Dienst nach holakratischer Vorschrift. Erosion der holakratischen Meetings als Problem. Starrheit der holakratischen Organisationsprinzipien, insbesondere Verfassung. Die Ausbildung von Schattenstrukturen und größere Komplexität aufgrund von mehr Rollen. Also das ist so eine der Kritiken, die jetzt nicht von Kühl vorgebracht wurde. Ich habe sie trotzdem aufgenommen, weil ich sie relevant finde. Ja, genau. Also springen wir rein. Überformalisierung. Okay, was ist die Kritik? Ich versuche das jetzt als immer sozusagen, dass ich erst kurz beschreibe, was ist die Kritik und was ist meine Einschätzung und was ist meine Empfehlung dazu, sozusagen aus der Sicht eines Praktikers. Also die Kritik lautet, dass es eigentlich in Holacracy darum geht, alles zu formalisieren. Also möglichst alles aufzuschreiben und alles in digitalen Akten festzuhalten. Er macht das fest an den Organisationen, die er sozusagen untersucht hat, dass es dort eben lange Listen von Verantwortlichkeiten geben und dass alles möglichst in digitalen Akten festgehalten werden soll. Also er sieht es sozusagen als Ziel von Holacracy,
möglichst alles explizit zu machen und sichtbar zu machen und transparent zu machen und alles aufzuschreiben, ja. Und dadurch eigentlich einen Wust von Bürokratie und Hyperformalisierung zu produzieren. Ja, was ist mein Kommentar dazu, meine Empfehlung? Also zum einen müsste man mal verstehen, wie Befugnis und Holacracy funktioniert. Dazu sage ich gleich noch ein paar Takte. Das ist ein zentrales Konzept, das nenne ich inverse Befugnisstruktur. Man müsste die Wirkweise von Purpose verstehen, um das sozusagen zu vermeiden, diese Phänomene. Und man müsste anlasslose Formalisierungen, nämlich solche, die keine konkrete Spannung zugrunde liegt, auch vermeiden. Und dazu kann man als Moderator, wenn man jetzt selbst Moderationsrolle ist, kann man Vorschläge auch testen. Und mit anderen Worten, man kann auch solche Vorschläge aussortieren, die zum Beispiel anlasslos sind, die keine konkrete Spannung haben oder es gibt keine Rolle, die es interessiert, ja. Also das sind so Dinge, die eher sozusagen eine reifere Organisation, die auf dem Reifegradspektrum der Holacracy-Praxis ein bisschen fortgeschritten ist, die das schon auf dem Schirm hat und wo die Moderatoren das wissen, Anfängerorganisationen vielleicht nicht unbedingt, ja. Oder solche, die schlecht ausgebildet sind, die wissen es vielleicht nicht unbedingt. Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, zentrale Konzepte. Ja, wir haben hier auch gerade schon einen Kommentar von Henning. Danke. Ich lese einfach mal vor. Wir nutzen Holla Spirit und ich erkläre neuen Mitarbeitern immer, dass Holla Spirit die API-Dokumentation unserer Organisation ist und wir deshalb dort alles, was wir fürs Funktionieren der Organisation wissen müssen, auch aufschreiben sollten. Ja. Alles. Ja, gut, genau, würde ich jetzt nicht unbedingt immer alles empfehlen. Das ist so die Frage. Also können wir nachher nochmal reingucken, genauer. Ich würde jetzt einfach erstmal weitergehen. Also, was sollte man über Holacracy verstehen, um typische Missverständnisse zu vermeiden? Zum Beispiel solche, die zu dieser Hyperformalisierung führen. Das ist jetzt für Wissenschaftler, aber auch für Praktiker, also die von außen gucken, aber auch die es sozusagen selbst tun. Und ich nenne es hier eine inverse Befugnisstruktur. Was meine ich damit? Also man kann sich vorstellen, es gibt so ein Spektrum von Befugnis in Organisationen. Also mit anderen Worten, was ist eigentlich erlaubt zu tun in Organisationen? Da gibt es auf der einen Seite den Pol, jede Handlung ist verboten, es sei denn, sie ist explizit erlaubt. Dann gibt es auf der Gegenseite den Pol, jede Handlung ist erlaubt, es sei denn, sie ist explizit verboten. Und die allermeisten Organisationen, die tummeln sich, würde ich mal sagen, irgendwo auf der rechten Seite, die traditionellen, also klassische Top-Down-Management-Hierarchie. Und da ist die Leine manchmal länger, manchmal kürzer. Die Leute wissen, ja, eigentlich darf ich und soll ich auch, aber hey, wenn es irgendwie eine neue Entscheidung und eine Entscheidung von großer Tragweite ist oder sonst was, dann rückversichere ich mich auf jeden Fall doch immer noch mal bei meinem Vorgesetzten zum Beispiel, ja. Holacracy hingegen ist radikal in der Form, dass es ganz auf der linken Seite des Spektrums ist. Also es krempelt die Befugnis auf links, sage ich immer. Alles ist erlaubt, es sei denn, es ist explizit verboten. Also hier ist nicht das Verboten ist hier explikationsbedürftig, nicht das Erlaubte. Ja. Und wo findet man diese Dinge? Die findet man an zwei Orten. Man findet sie in der Verfassung oder in der Governance der Organisation und dort insbesondere in den Konstrukten, Richtlinien und Domänen. Dort sind die Dinge erklärt, die nicht erlaubt sind. Wenn es in der Verfassung und in diesen Domänen und Richtlinien nichts drinsteht, was deiner Handlung gegenspricht, darfst du es einfach mal tun. Die Ampel ist grün, du kannst schon längst fahren. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Das heißt, insbesondere die sozialisiert wurden, weil auf dem rechten Seite des Spektrums, die kommen in eine holakratische Organisation und sagen, ja, ich verstehe es, verstehen es nicht. Sie verstehen es vielleicht kognitiv, sie verstehen es aber noch nicht, es ist noch nicht verkörpert. Das dauert manchmal. Und das heißt, sie stehen noch irgendwie am Schlauch und fragen doch noch mal nach. Ja. Also diese Gewohnheiten, das sind tiefe Gewohnheiten, die sind einfach drin. Ja, also nochmal, die Verfassung, was sagt die Verfassung? Du hast die Befugnis, alles zu tun und jede Entscheidung zu treffen, die den Sinn und Zweck und die Verantwortlichkeiten deiner Rolle zum Ausdruck bringt.
solange du nicht gegen eine in dieser Verfassung de definierte Regel verstößt. Und als Partner darfst du deinen gesunden Menschenverstand nutzen, um diese Verfassung und alles innerhalb ihrer Befugnisse auszulegen, inklusive der Governance. Die darfst du auch auslegen. Mit anderen Worten, du darfst auch den Sinn und Zweck deiner Rolle auslegen. Und wenn du denkst, dass etwas deiner Rolle dient zu tun, dann darfst du es einfach mal tun. Ja? Solange es eben nicht gegen andere Regeln verstößt. So, das ist eine sehr weitreichende Freiheit, die man am Anfang noch nicht so versteht, wenn man aus einem ganz anderen Kontext kommt. Und ein Noch mal weiteres. kurz vielleicht Frage beantwortet. Und warum muss ich jetzt die inverse Befugnis verstehen, um Hyperformalisierung zu vermeiden? Genau, weil wenn du aus der alten Befugnisstruktur kommst, dann denkst du, du musst dir deiner Rolle eine Verantwortlichkeit geben, damit du handeln darfst. Aber wie ich jetzt gleich erklären werde, anhand des Purpose, darfst du alles tun, was den Sinn und Zweck, ne, dem Purpose deiner Rolle dient. Und was ist darin enthalten? Darin sind enthalten natürlich standardmäßig alle explizit definierten Verantwortlichkeiten deiner Rolle, aber auch alle Dinge, von denen du denkst, dass du dafür verantwortlich bist, sie zu tun. Die impliziten und indefinierten. Also es gibt eine Implizitheit von sozusagen des Purpose. Im Purpose ist eigentlich, ich nenne das eine. Es ist eine Art formale Informalität, wenn du so willst. Also es formal ist der Purpose definiert und du dadurch, dass in der Kombination mit der Befugnis, das auszulegen zu dürfen, hast du halt, das ist die Befugnis schon längst da. Und dir eine lange Liste von Verantwortlichkeiten hyper zu formalisieren und selbst reinzuballern, deine eigene Rolle, die brauchst du selbst nicht. Du brauchst nur deinen Purpose und darfst alles tun, was längst sinnvoll ist, was du sinnvoll findest für deinen Purpose zu tun und brauchst nicht dir noch eine Erlaubnis zu geben in Form einer Verantwortlichkeit. Eine Verantwortlichkeit erlaubt auch, ja, aber sie sind vor allen Dingen ist sie für andere Rollen da, dass die anderen wissen, was sie von dir erwarten können, explizit. Du brauchst sie ja im Prinzip nicht. Frage hat sich erledigt, das ist schön. Super. Okay, also, und das ist erstmal, das muss man erstmal kapieren. So, das ist manchmal dauert das. So. Und von außen ist es schwierig zu beurteilen, wenn man es nicht selbst praktiziert. Und selbst von innen ist es manchmal subtil. Also, dass man es noch nicht am Anfang nicht kapiert. Dass es eigentlich schon okay ist, dass ich eigentlich schon tun darf. Dass ich nur mir selbst im Weg stehe. Okay. Gehen wir weiter. Also Formalitätsruinen. Was ist hier die Kritik? Also, die Kritik ist. Es gibt in den beobachtenden Organisationen, oder die Beobachtung ist, dass da eine Ansammlung von nicht mehr benötigten Governance-Elementen wie Rollen, Zuständigkeiten oder Richtlinien sich halt ansammelt, ohne dass sie gelöscht werden, sondern es häuft sich eigentlich immer weiter an. Und da ist tatsächlich die Beobachtung von uns auch als Coaches, das Phänomen ist bekannt. Also das gibt es durchaus, dass Organisation, das immer eigentlich immer hinzugefügt wird. Und ja, weil ja im Prinzip keiner, also zum einen mal lernen die Mitarbeiter zum ersten Mal, dass sie was hinzufügen dürfen zu der Organisationsstruktur, dann machen sie es auch erstmal. Also sie machen sich noch nicht keinen Gedanken darüber, dass es auch wieder, dass sie wieder was entfernen oder vereinfachen müssten. Das heißt, es sammelt sich erstmal alles an, bis es dann sozusagen der Bedarf ins Auge springt und dann wird sozusagen, ist es so ein Hauruck, okay, jetzt müssen wir die Governance irgendwie säubern oder sowas, statt sozusagen das kontinuierlich zu tun. Also nicht nur additive, sondern auch subtraktive Governance zu betreiben. Mit anderen Worten, Vereinfachung auch mitzudenken und essentiell bleiben und so weiter. Was kann man tun? Erstmal Gewahrsein dafür schaffen, überhaupt mal sagen, hey Leute, achtet mal drauf, sind die Rollen noch aktuell? Ne, alle Kreisleads haben da eine besondere Verantwortung, würde ich mal sagen, dass sie drauf schauen, ist das alles noch koscher? Also braucht es das noch? Oder ne, kann das weg? Und ab und zu auch mal auszumisten, das ist einfach gute Praxis. Ne, genau, also auch subtraktive Governance kultivieren, also mal was wegnehmen, was vereinfachen, minimalistisch. Ja. Gut. Das wird die Empfehlung, ja. Dann eine Kritik von Kühl. Roll over soul. Was ist die Kritik?
Die Rolle sei wichtiger als der Mensch geworden in Holacracy. Alle redeten sich nur noch mit Rollentitel an, nicht mehr mit Vornamen. Und selbst Brian Robertson sage, ja, mittlerweile Role over Soul statt Role versus Soul wie zuvor. Und da bin ich gestutzt. Das kann nicht sein. Weil das eigentlich immer so die Kritik an Holacracy war, die so, ah, es ist roboterhaft und es ist so mechanisch und so weiter. Und so wie ich Brian immer verstanden habe, ist das nicht die eine Dimension wichtiger als die andere, sondern die sind gleichberechtigt. Und dann habe ich Kühls Quelle nachgeschaut und habe einfach, ja, rausgefunden, stimmt nicht. Also er bezieht sich da auf eine Podcast-Zusammenfassung, wo die Person das zusammengefasst hat, das Interview, und dann irgendwelche Stichpunkte daraus gemacht hat und dann Roll Over Soul dahin reingeschrieben hat. Ich habe mir den Podcast angehört von vorne bis hinten. Brian Robertson sagt in keiner Stelle, das eine ist wichtiger als das andere. Es stimmt einfach nicht. Punkt. Schlampig recherchiert, hilft der Mythenbildung über Holacracy, aber nicht der Wissenschaft. Mensch und Rolle existieren immer gleichzeitig, durchdringen einander, würde ich sagen, und sind einfach Kontexte. Und Rollenbewusstsein kommt nur als weiterer Kontext hinzu. Ne? Brian sagt hier, hat dieses Buch der vier Räume, ja auch dieses Bild der vier Räume auch in seinem Buch. Und Christiane ist ja heute auch hier, die arbeitet viel mit diesen Räumen. Christiane Schöller, herzlich willkommen. genau, sie könnte euch da auch noch mehr darüber erzählen. Aber es ist auf jeden Fall nicht im Sinne von Holacracy zu sagen, dass die eine Dimension ist wichtiger als das andere. Es ist so ein bisschen wie zu sagen, das Außen ist echt wichtiger als das Innen oder Kollektiv ist wichtiger als Individuum. Das ist natürlich unausgewogen, das ist Quatsch. Und ist auch nicht. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass die Leute nur mit Rollentitel anreden. Also in keiner der Organisationen, die ich war. Wir sind Menschen und wir haben auch Rollen. Ja, okay. Gut. Müssen wir weiter? Du beziehst dich vor allem auf das Buch von Kühl, was ja auch Schattenorganisation heißt. Vielleicht kannst du direkt mal als nächstes auf die Kritik eingehen, die wirklich sich um diese Schattenstruktur sich Ja, genau. Also ja. das wär ja nur fair. Genau. Ja, also was kritisiert Kühl? Kühl sagt eigentlich, oder sagen wir so, fangen wir woanders an. Brian unterscheidet drei verschiedene Arten von Strukturen, das Brian Robertson. Die formale Struktur einer Organisation, die tatsächliche, also die formale ist so das Organisationsdiagramm, die Kästchen, kennt ihr alle, Pyramide und so. Dann gibt es die tatsächliche Struktur, die gerade wirklich arbeitet. Und dann gibt es noch so eine zukünftige Struktur, die sein will, sozusagen. Und die sind alle irgendwie nicht ganz deckungsgleich, um es mal gelinde zu sagen. Wenn man jetzt anfängt mit Holacracy und ein bisschen arbeitet, dann ist so die These und auch das Ziel, diese Dimension durch die kontinuierliche Verarbeitung von Spannung durch Governance evolutionär quasi immer näher einander anzunähern. Ja. Und weil das, je mehr Überschneidungen gibt, desto besser fließt die Arbeit, weil die Erwartungen halt stimmen. Ja. Ist da jemals eine Deckungsgleichheit zu erreichen? Nein. Kann ich gleich sagen, das ist ein hehrer Traum. Aus verschiedenen Gründen ist das immer sozusagen ein Horizont, auf den man zuläuft, den man nie erreicht. Ja. Genau. Und Kühls Interpretation ist, dass Holacracy die totale Ineinsetzung dieser Strukturen anstrebt, sozusagen. Das ist seine Interpretation, so wie ich ihn verstehe, dass er denkt, das ist das Ziel. Und nach dem Motto, dass wir gar keine, also sozusagen quasi alle Informalität auszumerzen, im Prinzip. So ein bisschen, ne, dieses ähnliches Argument hat er, was jetzt die Formalisierung betrifft, also dass wir alles ausformalisieren, alles aufschreiben sozusagen. Und dass es eigentlich gar nichts Informales mehr gibt, geben kann und geben darf und so weiter. Und das würde ich jetzt nicht sagen, sondern die Notwendigkeit, warum gibt es denn diese ganze Schattenstruktur, Unternehmenspolitik und so weiter in klassischen, traditionellen Organisationen? Na, weil man eben durch die offiziellen Wege die Sachen nicht, in der Regel nicht lösen kann. Das heißt, man geht dann in die Hinterzimmer und schmiedet Allianzen und so weiter, um überhaupt nur seinen Job machen zu können.
Ja. Und Holacracy bietet ja mehrere Pfade an, um das sozusagen zu lösen. Und aber nicht, also sozusagen nicht in der Weise, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es das absolut verhindert und dass es jemals sein kann, dass Leute sich absprechen und irgendwie was ausbaldowern oder sowas. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass es sozusagen der Effekt ist von Holacracy, ja. Okay, also was beobachtete er in den Organisationen, die er sich angeschaut hat? Eine personenbezogene Hierarchie, eine Rollenzentralisierung. Er sagt, im Prinzip gibt es eine Parallelstruktur, eine Schattenmachtstruktur, glaube ich, in dem Sinne, wo es eigentlich eine personenbezogene Hierarchie gibt, die sich ausbildet und die man daran erkennt, dass entscheidende Rollen in wenigen Personen zentralisiert werden. Ja. Also eine Person, ne, der früher mal Chef war, der ist jetzt in allen, sozusagen in allen Kreisen der Kreislead und man hat auch noch alle HR-Rollen und de facto ist es dann, ja, entscheidet der über den Verbleib oder Performance und so weiter. Und da sagt er, das ist ja eigentlich das Klassische, kennt man ja. Ist ja, was ist jetzt das andere? Was ist jetzt anders daran? Ja. Ne, oder in manchen Organisationen gibt es dann so Rollen, Personal Excellence Leads oder Human Success Advisors, denen eben Menschen zugeordnet sind. Also es geht um diese Schnittstelle zwischen Mensch, wo die Organisation mit den Menschen Vereinbarungen treffen muss oder sozusagen, wo Menschen und Organisationen eine Schnittstelle haben. Ja. Und das, genau, was kann man dazu sagen? Im Prinzip, also faktisch eine Art personale Führung wie vorher auch. Ja. Und ja, das, ne, also ich kenne das auch, ich habe da sozusagen auch Erfahrung mit, dass in manchen holakratischen Organisationen das so gespielt wird. Also man kann die alte Machtstruktur in Holacracy emulieren. Also man kann einfach erstmal, ne, das ist ja oft auch der Anfangszustand, ne, den man dann übersetzt in die Kreisstruktur, in Rollen und Kreise und sagt, okay, wie ist es denn jetzt? Wo liegt denn die Arbeit, zum Beispiel Gehälter festzulegen und Urlaub zu genehmigen und solche Sachen? Wo liegt denn die Arbeit? Dann überträgt man das in Rollen. Und lässt es dann so. Kann man machen. Ich würde aber sagen, wenn du dir jetzt schon die Mühe machst, Holacracy einzuführen, dann solltest du die Frage stellen, welche Absicht hast du damit? Soll die Macht dezentralisiert werden oder nicht? Natürlich kannst du es so spielen. Und manchmal ist es vielleicht auch irgendwie aus skilltechnisch das Richtige, weil die Personen die nötigen Skills haben und andere eben nicht. Und so, dann bleiben die Personen eben in diesen Räumen. Dann ist es fast, geht es fast so weiter wie vorher. Ja, oder man entwickelt die Struktur halt absichtsvoll weiter und sagt, okay, wir wollen aber doch die Verantwortung auf mehr Rollen, auf mehr Personen verteilen. Und wir wollen auch nicht diese Machtzentralisierung. Und dann kann jeder, muss keiner auf irgendjemanden warten, kann jeder Governance-Vorschläge machen, wie man das dezentralisiert. Ja. Und das ist natürlich, ja, da kann man sich auch inspirieren lassen. Wie machen es andere Organisationen? Welche Muster gibt es, um diese Funktionen anders abzubilden? Also es ist kein Schicksal dann. Also auch keine notwendige Folgeerscheinung, sondern das ist ein Muster, das es vielleicht gibt, aber es ist keine Notwendigkeit. Gut. Mit anderen Worten, die Schattenstruktur ist weniger Teil von Holacracy, sondern eher Teil des Anwenders, Ja gut, der des Anwender, Betriebssystems. ja, das ist ja immer so. Also würde ich sagen, ich meine, der muss sich halt sehr klar machen, welche Intention hat er mit der Einführung von Holacracy? Was will er eigentlich damit bewirken? Will er neuen Wein, alte Schläuche, alten Wein neue Schläuche tun, sozusagen? Oder möchte er wirklich neuen Wein produzieren? ja, und das kann man eben so und so spielen. Holacracy ist da agnostisch, wie du auch immer du die Rollen besetzen willst. Ne? Kannst du sie mit denselben Leuten besetzen oder kannst die Rollen zentralisieren. Genau, und was er eigentlich kritisiert, ist zu sagen, naja, das sieht ja alles toll aus auf der Oberfläche, aber eigentlich sind es dieselben Leute, die dahinter stecken und das ist ja irgendwie eine Schattenstruktur. Da würde ich sagen, nee, das ist eigentlich sehr, sehr explizit, dass sich hier nichts geändert hat. Also es ist nicht verborgen in dem Sinne.
Also Schatten heißt ja immer, das ist nicht bekannt und ist nicht, also es ist sehr offensichtlich dann. Das wird sogar mehr offensichtlich als in der alten Struktur. Und kann dann ja mal zu Spannung führen, die dann wiederum zu Governance-Vorschlägen führen, wo die Leute sich Abhilfe schaffen und sagen, okay, wir verändern die Struktur. Und das ist der Unterschied zur alten Struktur. Da ist es halt in Stein gemeißelt, mehr oder weniger. Ja, Gut. ich leite mal so langsam über in den nächsten Teil. Also ich weiß noch, wo wir im Allgäu saßen im Juni letzten Jahres auf einem Retreat, du das Buch von Herrn Kühl in der Hand hieltest und gesagt hast, so emotional berührt, in diesem ganzen Buch gibt es nicht eine einzige positive Sache. Es wird kein gutes Haar an Holacracy gelassen. Alle, die das tun oder sich damit beschäftigen, sind die alle auf den Kopf gefallen. Wie kann man nur so blöd sein, das zu tun? Oder was ist die Schlussfolgerung? Und da geht es ja so ein bisschen bei dir in Kapitel 3 darum, sind wir alle, die Holacracy betreiben, auf diese Management-Mode hereingefallen? Ja, genau. Also das war so ein bisschen, genau, also wenn man nur Kühl folgt, dann muss man sich fragen, sind die alle naiv und dumm, wenn sie Holacracy praktizieren? Das, also, und wenn man den Blick ein bisschen weiten möchte, dann sollte man sich Vor- und Nachteile anschauen. Und das ist eigentlich, und da fand ich eigentlich diese Theorie und die theoretische und praktische Linse von Barry Johnson, das Polarity Management, die fand ich halt sehr ergiebig. Und die will ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Also, worum geht's da? Also, Barry Johnson sagt, viele der Konflikte in Organisationen sind eigentlich, stehen da, sind, kommen dadurch, dass einmal eine Seite denkt, nur weil sie etwas richtig, was richtig, richtige Punkte hat, sie denkt, sie hätte die Lösung. Und sozusagen der gegenüberliegende Pol wird als ja, falsch wahrgenommen. Und man sieht aber nicht das ganze Bild. Also in dem, wo man sozusagen Recht hat, hat man auch wirklich Recht, aber man sieht eben nicht, wie der andere auch Recht hat. Und der Barry Johnson bringt einmal das Beispiel von Einatmen, Ausatmen als Polarität, so ganz, ganz basal. Also, was passiert beim Ein- und Ausatmen? Fangen wir mal an hier im oberen Linken. Ihr seht hier so ein Polaritätsdiagramm, es hat immer so diese vier Quadranten, dann gibt es eben diese zwei Pole links und rechts. Und oben seht ihr L plus, also L heißt links einfach nur und rechts R plus und L minus und R minus. Also das ist sozusagen die negativen Aspekte und oben sind natürlich die positiven und links und rechts haben wir die beiden Pole. Also jeder Pol hat positive und negative Aspekte. Was ist das Positive am Einatmen? Hey, super, man nimmt frischen Sauerstoff auf. Toll. So, und dann kann man ja mal einatmen und dann irgendwann könnt ihr jetzt mal machen, atmen mal ein. Ist toll, oder? Bis es nicht mehr toll ist, weil zu viel Kohlendioxid im Blut sich ansammelt. Und dann möchte man irgendwie ganz gern rüber. Also das zeigen sich die Nachteile. Und dann möchte man ganz gern rüber zum anderen Pol. Man möchte Kohlendioxid ausscheiden und das fühlt sich gut an. Okay, super. Aber man kann nicht nur beim Ausatmen bleiben. Es ist eigentlich relativ schnell klar, zu wenig Sauerstoff im Blut. Wow, ich muss wieder einatmen. Und was Sie hier sehen, ist sozusagen einmal, jetzt haben wir einmal diese Unendlichkeitsschlaufe durchgemacht zwischen diesen Polen. Ja? Und diese Dinge. Also diese Dynamik ist einfach halt universell und die taucht überall auf und in ganz verschiedenen Kontexten. Und die ist, also es ist ein sehr nützliches Modell. Und Barry Johnson beschreibt ganz schön sozusagen, wie die überträgt das so auf die Organisationswelt und sagt, stellt euch vor, da ist jetzt irgendwie eine Partei, die hat lange also in einer Organisation, die hat lange sich eingesetzt für dass diese Organisation eine Einatmer-Organisation werden sollte und hat lange Kampagne dafür betrieben und jetzt haben sie ihre Lösung durchgesetzt, sozusagen. Und da merkt man schon, wenn einfach über sich das Beispiel kurz überlegt, dann denkt man, es ist ja absurd, sozusagen. Natürlich braucht es beides. Und was uns beim Atmen völlig klar ist, ist in Organisationen gar nicht so klar. Also, ne, outsourcen oder selbst machen.
Ja, oder das ist ja auch eine Polarität. Oder Team versus Individuum. Oder individuelle Verantwortungsübernahme oder Verantwortung der Organisation. Wettbewerb oder Kollaboration. Und das wird als sozusagen, da sind die Zyklen länger. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es sofort offensichtlich wird. Das dauert vielleicht 1, 2 Jahre, bis es offensichtlich ist, dass man, dass es die eine Sache nicht die Lösung ist, dass sich die Lösung irgendwann in ihr negatives Gegenteil verkehrt und dass man diese Polarität dynamisch managen muss. Und das ist eigentlich auch die Botschaft. Es gibt sowas wie Polaritätsmanagement. Wie sieht das aus? Naja, du hast eben die Vorteile von Pol A und die Nachteile von Pol A und du hast die Vorteile von Pol B und die Nachteile von Pol B. Und eine schlecht gemanagte Polarität erkennt man daran, dass die meiste Zeit in den Nachteilen der jeweiligen Pole verbringst und dann rüber hopst in die Vorteile des anderen Pols, aber nicht lange verweilst, sondern sich das relativ schnell verkehrt in die Nachteile desjenigen Pols und du schon wieder sozusagen, als wenn du sozusagen Luft anhältst und dann ventilierst und so weiter. Also wenn man sich das so in diesem Atembeispiel nochmal klar macht. Ne? Und während eine gut gemanagte Polarität man daran erkennt, sie hält sich halt hauptsächlich in den Vorteilen beider Pole auf. Und sobald sich die negativen Aspekte des gegenwärtigen Pols zeigen, dann ist kann man relativ schnell rüberwechseln in den anderen Pol, ohne Schmerzen sozusagen. So. Welche Polaritäten beschreibt Barry Johnson? Ja, wie gesagt, Individuum, Team, Wettbewerb, Kollaboration, interessanterweise auch autokratisches Management versus partizipatives Management. Was ist denn jetzt Holacracy? Könnte man sich fragen. Ich würde sagen, beides. Individuelle Verantwortung, Verantwortung der Organisation, auch schön Stabilität, Veränderung, ne, beides hat was, aber keins ist die Lösung. Produktgetrieben, marktgetrieben, auch schön. Konditionaler Respekt wird verdient durch Tun versus unkonditionaler Respekt wird freigegeben. Ne? Also was ist dein Wert? Dein relativer Wert und dein absoluter Wert sozusagen als Mensch, ja, in der Organisation. Die Polaritäten, die ich mir angeschaut habe in Holacracy, die ich auch im Buch beschreibe, sind Disziplin versus Freiheit, Agenz, Kollaboration, Transparenz, Vertraulichkeit, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Zentralisierung versus Dezentralisierung und insbesondere Formalität versus Informalität. Und noch so ein Ding ist Bürokratie, Postbürokratie. Okay. So, was mache ich hier in dem Buch? Also ein zentrales Thema ist ja auch Kühls Kritik. Es ist nicht alles zu formal, was Holacracy macht. Zum einen ist die Kritik. Also, wenn man jetzt sich diese klassische Polarität anschaut, sieht man darin auch sozusagen. Und die nutzt auch, um die Management-Diskurse der letzten Jahrzehnte zu analysieren, dann würde man sehen, okay, da sieht man so Trends, die dann wiederkommen und sich sozusagen anhand derer sozusagen die Muster in Management-Moden erkennen kann. Ne? Wenn es viel darum ging, Ordnung und Klarheit zu fördern durch Formalität, also durch klares Aufschreiben und alles ausbuchstabieren und Akten und klare Rollenbeschreibungen und so weiter. Das hilft vielleicht eine Zeit und dann merkt man, oh Scheiße, jetzt haben wir zu viel Bürokratie produziert, das macht uns langsam, das ist alles rigide, alle machen nur Dienst nach Vorschrift und so weiter. Und dann will man rüber zur Informalität. Ah ja, wir müssen eigentlich viel mehr als Team denken und wir müssen eigentlich uns alle die Hierarchie rausschmeißen und wir müssen uns alle irgendwie als Menschen organisieren und alle per Du sein und alles zusammen entscheiden und so, das macht uns flexibel und agil. Ja, macht es vielleicht auch ein bisschen und gleichzeitig, wenn man es dann übertreibt, dann geht es ins Chaos und die Unklarheit und dann will man wieder zurück zur Ordnung. Ja. Und so ist es eigentlich auch immer dieser Wechsel. Und man kann dieser, interessanterweise, diesen Polen auch andere Namen geben und zum Beispiel Bürokratie und Postbürokratie. Und ein Begriff, den Kühl halt nennt, um Holacracy zu charakterisieren, ist Postbürokratie. Und meine Kritik ist eigentlich,
Holacracy ist eigentlich jenseits von Postbürokratie. Holacracy ist schwer zu verstehen. Es ist gleichzeitig wesentlich agiler und flexibler als klassische bürokratische Ansätze und es ist gleichzeitig wesentlich stärker strukturiert und reguliert als andere postbürokratische Anführungsstrichen, Ansätze. Und meine These ist, dass die Praxis von Holacracy versucht, qua Design beide Pole dieser Polarität, aber auch anderer Polaritäten zu wahren, zu umarmen und zu managen. Das ist, in der Hinsicht ist es integral. Ja. Die Kategorie postbürokratische Organisationsformen finde ich deswegen zu unpassend und zu eng. Und weil Holacracy in meinen Augen was qualitativ Neues ist. Wie kann man sich das visuell vorstellen? Vielleicht anhand der Hegelischen Dialektik. Also wenn man davon ausgeht, dass die klassische bürokratische Organisation die These ist und dann die Antithese ist, nee, wir müssen eigentlich ja Postbürokratie machen, das aber auch zur Tyrannei des Konsens führt und solchen und zu chaotischen Systemen, unklaren Systemen und so weiter, dann wäre die Synthese eben sowas wie Holacracy, was einem hilft, sozusagen beide Pole zu managen. Ja. Deswegen schaue ich mir Polaritäten in holakratischen Organisationen an und insbesondere, wie gesagt, diese Formalität, Informalität. Was kann man da sehen, wenn man eine holakratische Organisation anschaut in diesen Quadranten? Man kann sehen, auf der positiven Seite der Informalität, interessanterweise, es gibt die Autonomie in der Rolle. Die ist also durch den Purpose definiert und die ist jetzt nicht formal in dem Sinne, ich nenne es eben eine formale Informalität des Purpose. Wie ich das vorhin erklärt habe. Dann gibt es sehr den Raum für individuelle Initiative. Es ist nicht so, dass man durch die aktuelle Governance gebunden ist. Man kann Richtlinien brechen. Das steht explizit in der Holacracy-Verfassung sogar drin. Man hat einen Freibrief zu sagen, wenn es nicht sinnvoll ist oder der Organisation nicht dient, dann darf ich eine Regel brechen, selbst so, unter bestimmten Bedingungen. Dann Holacracy sagt nichts dazu, wie der Kulturraum reguliert werden sollte. Also es gibt eigentlich da keine, das regelt einen nicht rein. Das ist nicht definiert in Holacracy. Dann gibt es, wie gesagt, diese goldene Regel. Alles ist erlaubt, es sei denn, es ist explizit verboten. Und die Befugnis, das auszulegen, den gesunden Menschenverstand zu benutzen. Das ist sozusagen erlaubt, sehr viel informal zu tun, also ohne es aufschreiben zu müssen. Ja, wenn jetzt, aber es ist natürlich so, dass es auch in holakratischen Organisationen zu informalen Mustern kommen kann. Also dass, wenn das sozusagen, wenn die Informalität übertrieben wird, wenn du so willst, gibt es auch dort Machtspiele, Schattenstrukturen, Intransparenz, Rollenunklarheit ist auch ein Aspekt, ne, wenn die Rollen eben nicht aufgeschrieben sind und die Leute einfach irgendwas machen. Unsichtbarkeit, ne, wenn man Sachen versteckt. Wenn Erwartungen nicht geklärt werden, wenn man Rollen zentralisiert, kann das auch eben informale Macht ansammeln. Und wenn man natürlich dann Fake Governance macht, wenn man sagt, okay, wir haben es eigentlich im Hinterzimmer abgestimmt und wir nutzen jetzt eine Governance nur so als Governance-Theater, um eine vorher schon entschiedene Entscheidung wie zu formal abzusegnen durch den Prozess sozusagen. Also ohne dass da ernsthaft Einwände betrachtet und verarbeitet werden, wo man dann sagt, du hast jetzt einen Einwand? Ich dachte, wir hätten das abgesprochen, so ungefähr. Also wo das alles schon, wo nicht der Prozess genutzt wird, um Missverständnisse auszuräumen, sondern sozusagen, das wird alles schon vorher Konsens entschieden oder wie auch immer das entschieden wurde. Also das wäre so ein Beispiel von negativen Aspekten. Dann Rollenklarheit ist am Pluspunkt der Formalität. Also das ist ja das, was wir so attraktiv finden oft in Holacracy. Wow, endlich mal eine Klarheit. Wer ist für was zuständig? Super. Wir haben die Verfassung sehr klar. Dort sind auch die Regeln der Zusammenarbeit erklärt. Also insbesondere der operative Bereich ist in Holacracy sehr, sehr klar geregelt. Es gibt sehr viel Transparenz und Sichtbarkeit durch die Formalität. Die Machtspiele, das soll ich sagen, sind weniger nötig. Nicht, dass sie unmöglich sind, sie sind weniger nötig. Der Bedarf, würde ich sagen, sinkt nach diesen Machtspielen, weil es offizielle Pfade gibt, die man ja nutzen kann, wenn man sie denn kennt, wenn man sie denn geübt hat. Klare Erwartungen und genau, wenn eine minimal notwendige Evolution der Governance erfolgt, minimal notwendig, basierend auf echten Spannungen. Das ist sozusagen
das, was ich empfehlen würde. Aber es gibt auch den Fall, dass Leute clever werden und überstrukturieren und Design by Mind machen, zu viele Rollen, Kreise, Richtlinien und Domänen machen. Das kann man ja dann noch gut im Buch von Kühl lesen, diesen negativen Bereich. Und auch im Genau. Buch. Analytik. Du hast ja neben dieser Grafik bist du ja noch auf andere Polaritäten eingegangen und hast solche Grafiken erstellt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz so drüber scrollen und in einer Minute. Genau, also Transparenz, Vertraulichkeit ist so eine weitere Polarität, die ich mal geguckt habe, weil auch ja, der Kühl von Transparenzparadox spricht. Also ne, Organisationen, die mehr Transparenz sich auf die Fahne schreiben, da geht es eigentlich schattiger zu als sonst wo, sozusagen. Ich schaue mir diese These an und beantworte sie. So. Dann Zentralisierung, Dezentralisierung. Da gibt es eben verschiedene Aspekte. Also wir hatten das ja schon bei Rollenzentralisierung gesehen. Also was sind sozusagen Effizienzen in Holacracy oder Vorteile? Und was ist, wenn man eben, man kann eben auch Holacracy schlecht spielen, ist jetzt auch die Botschaft, ne? Also man kann Holacracy auch schlecht managen. Also die Aspekte, die Holacracy von Haus aus mitbringt, erlauben es eigentlich ganz gut, Polaritäten zu managen. Das wäre so meine Behauptung. Weil das ist quasi eingebacken. Und jede Unausgewogenheit ist eine Spannung. Und wenn du deine Spannung ernst nimmst und sie verarbeitest, wenn, ne, also manche sind ja noch spannungstaub aus den klassischen Organisationen, die kommen rein in holakratische Organisationen, haben es nie gelernt, dass sie selbst sich selbst helfen können. Ne? Aber solange jeder Rollenlead das tut, stehen die Chancen gut, dass automatisch die richtigen Pole betont werden, weil die Spannung kommt ja sonst irgendwo auf im System. Ja. Ja. Ja, ich danke dir schon mal, Dennis. Hier wird im Chat schon ganz fleißig diskutiert, um gleich dem Ganzen auch noch mehr Raum zu geben. Die Inhalte kann man ja auch einfach im Buch nachlesen. Die Diskussion können wir nur jetzt hier betreiben. Ja. Vielleicht noch zwei Sätze zu Kapitel 4. Da gehst du ja ein auf die Kritik und wie letztendlich ein besserer Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis gelingen kann und erwähnst da vor allem die Praxisreife als wichtige Variable. Und ganz am Ende zum Kapitel kommst du da auch so ein bisschen wie man jetzt besser weiterkommen kann. Also Organisationswissenschaft und Organisationspraxis im Austausch. Vielleicht magst du eine Minute eine Sache dazu sagen und dann gehen wir in die Mal, geben Diskussion. wir mal 2 Minuten, okay? Was ist das Argument? Es gibt eben unterschiedliche Reifestufe der Holacracy-Praxis. Und was die Wissenschaftler eben nicht von Haus aus mitbringen, ist eine Wahrnehmung dieser Reifestufen, sondern die kennt man, wenn man sich länger mit Holacracy aus der Praxis selbst beschäftigt, von innen heraus. Da kann man relativ anhand verschiedener Indikatoren erkennen, wie weit ist eine Organisation? Und dann kann man da auch eine Landkarte draus stricken. Holacracy One hat sie rausgegeben. Hier haben sie hier auch auf dem Miro-Board, könnt ihr euch da auch runterladen. Da sind so schon mal 4 Level in verschiedenen Dimensionen der Praxis beschrieben. Ne? Macht Befugnissystem, Tactical Meetings, Governance Meetings. Und da gibt es 4 Level, hindert die Praxis, etabliert die Praxis, vertieft die Praxis, entwickelt die Praxis. Ja, und das wäre so mal so eine Idee. Und wenn man jetzt sagt, alle holakratischen Organisationen, alle die Holacracy-Verfassung unterschrieben haben, ne, kennst du eine, das ist eigentlich die These von Kühl, kennst du eine holakratische Organisation, dann kennst du sie alle so ungefähr. Ne, weißt du, so überspitzt sagt er das in dem Buch. Also er sagt eigentlich, du kannst eigentlich dann ableiten, ne, jede Organisationsform hat unbeabsichtigte Folgeeffekte und intendierte Konsequenzen. Und würde sagen, okay, dann kannst du das eigentlich direkt sagen. Und das, was er im Buch in seinem Buch halt gefunden hat, da würde ich ihm sagen, das sind die unbeabsichtigten Folgeeffekte von Holacracy. Und aus meiner Sicht hat er eben die Dimension der Holacracy-Praxisreife gar nicht berücksichtigt als intervenierende Variable. Also er hat sich 5 Organisationen angeguckt und daraus geschlossen, so ist es halt in allen Holacracy-Organisationen weltweit. Finde ich eine gewagte, sehr steile These sozusagen. Und ich würde sagen, kontrolliere doch mal für eine mögliche intervenierende Variable, nämlich Holacracy-Praxisreife. Natürlich hat er die nicht auf dem Schirm, kann er auch nicht. Aber ich sage, in Zukunft sollte er sich die mal anschauen. Ja, und dann kommen wir zum ausgewogenen Bild von der Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch ein paar Vorteile. Ich zeige mal ein paar. Verbesserte Agilität, Reaktionsfähigkeit, Mitarbeiterengagement,
unsere Klarheit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, effizientere und effektivere Meetings, Differenzierung von Menschen und Organisationen, also nicht mehr so ein Musch. Größere Transparenz ist attraktiv für leistungsstarke Mitarbeiter, gibt es sogar Studien zu. Ja, Das ist genau. doch schon fast die Überleitung zum Fazit. Also, Dennis, du hast dich lange mit den Themen Oh, beschäftigt. genau, Mal ich so wollte jetzt ganz kurz und sagen, knackig, was ist das Fazit und warum sollte das Buch jemand lesen? also die Wissenschaftler sollen es lesen, vor allen Dingen. Genau, also ich habe hier noch diese Polarität von Organisationspraxis und Organisationsforschung. Wie wünsche ich mir das eigentlich in Zukunft? Oder was sind auch, ich meine, das ist jetzt nicht alles schlecht, was der Köhl macht, sozusagen. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich wollte nur sagen, es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Und ne, Organisationspraxis, wenn sie gut gemacht ist, dann bringt sie aktiv, ne, das, was wir tun als Holacracy-Pioniere, sage ich mal, bringen wir aktiv Veränderungen, Verbesserungen in die Welt der Arbeit, das Wertschiffen ist innovativ. Wenn wir das nur uns nur selbst abfeiern und uns sozusagen unkritisch involviert sind und naiv und gutgläubig alle Marketingversprechen glauben und uns gegen Kritik selbst immunisieren und vergessen, dass es auch noch davor noch andere Methoden gegeben hat und so weiter, die ganze Geschichte der Menschheit, ja, dann werden wir geschichtsvergessen. Ja. Und dann kann die Organisationsforschung uns helfen und sagen, guck mal, da gibt es unintendierte Folgen und ist kritisch beobachten und findet das Haar in der Suppe. Das ist eine Top-Qualität von Kühl, das kann er sehr gut. Aber manchmal vergisst er eben auch die Suppe dabei. Also es gibt auch noch die Suppe. Und genau, wenn die Organisationsforschung dann über die Stränge schlägt, dann wird sie uninvolviert, dann wird sie arrogant, zynisch, dann wird sie auch selbst immunisiert und wird betriebsblind. Und dann müssen wir. Das war so mein Impuls, dann müssen wir auch aufstehen und sagen, liebe Wissenschaft, guck nochmal hin und nicht irgendwie Heiligenverehrung betreiben. Dann würden wir der Wissenschaft auch keinen Gefallen tun. Okay, jetzt bin ich kein Organisationswissenschaftler und ich bin vielleicht auch kein Berater für Holacracy. Warum sollte ich das Buch trotzdem vielleicht lesen? Also wenn du Holacracy besser verstehen willst, wenn du die Missverständnisse vermeiden willst, die zu schlechter Praxis führen, wenn du die Fallstricke umgehen willst, wenn du nicht naiv Selbstorganisation betreiben willst, sondern das Leading-Edge-Modell aus meiner Sicht der Selbstorganisation kenntnisreich praktizieren willst, dann ist das Buch da, glaube ich, eine ganz gute Handreichung für dich. So. Das wäre so meine Okay, super. Antwort. Ja, danke. Gundula macht es vielleicht auch noch hier rund. Sie schreibt, weil die Polaritäten in jedem Unternehmen vorkommen und vielleicht nützlich wäre, wie man sie besser Genau, managen also kann ne, im das Buch. allein schon wegen Polaritätsmanagement ist das Buch interessant, sage ich mal, wenn ihr das Modell noch nicht kennt, das ist einfach ein tolles Modell und es hilft total, um das größere Bild zu sehen, auch in anderen Bereichen im Leben. Also es ist psychoaktiv. Okay, ich beende mal hier die Vielen Präsentation. Dank schon mal für den Einblick, den langen und kurzen Einblick in dein Buch. Wir können ja einmal auf das Miro-Board wechseln. Vielleicht magst du das gerade noch mal teilen, Dennis. Es sind schon ein paar Zettelchen auf dem Fragenspeicher entstanden. Ja, Falls ihr jetzt noch Fragen aus dem Chat habt oder Diskussionen, die ihr beitragen möchtet, dann übertragt es gerne noch mal auf den Fragen- oder den Themenspeicher. Dann haben wir das ein bisschen besser im Überblick. alright, gut. Genau. Ist der Frank noch da? Oh, Gärtner. Interessant. Frank, falls du noch da bist, gucken hier einmal durch die. Ah ja, wunderbar. Du hast ja das Manuskript auch gelesen, relativ zu Beginn. Und was hat dich überzeugt, das Buch in den Verlag aufzunehmen? Hast du da zwei Sachen, die du zu sagen möchtest? Ja, hallo. Ja, mussten wir erst nochmal verkabeln. Ja, also für mich sind natürlich immer. Ja, immer das Thema erstmal interessant und der Autor selber oder die Autorin. Das Thema war für mich am Anfang erstmal ein bisschen provokativ, also nicht das Thema, aber dann der Ansatz. Das weckt Interesse und gleichzeitig kriegt man da erstmal Angst, was passiert, wenn man sowas
ins Programm aufnimmt. Aber meistens überwiegt dann doch das Interesse, weil es etwas ist, was ja die aktuelle Diskussion einfach befeuert, und sich mit Herrn Kühl auseinanderzusetzen, ist natürlich besonders reizvoll. Und dann habe ich Dennis kennengelernt und ja, das Exposé gelesen, und da war für mich relativ schnell klar, das passt zu uns, das passt zum Schäfer-Pöschel-Verlag, zum Programm, und einfach eine gute Kombination. Der Autor, der eben ganz viel Erfahrung mitbringt, sehr sachlich argumentiert, auch wenn das Thema dann hier und da emotional ist. Aber das hat einfach gut gepasst zu uns. Danke dir, Frank, für das Sagen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim Fragenspeicher oben links an. Henning, möchtest du deine Frage selbst vorstellen oder soll ich sie einfach vorlesen? Ja, ich kann sie gerne selbst vorstellen. Ich würde die eine Frage sogar zurückstellen. Ja, was ich gerade dazu geschrieben, das ist, glaube ich, zu spezifisch für den Termin hier. Aber was bei uns gerade wirklich das Thema ist, das hatten wir so ein bisschen angesprochen, auch schon gerade im Chat, als es um die Schattenorganisation ging, was eigentlich Führung in hologratischen Organisationen bedeutet und wie man die auch explizit machen kann, die Führungsaspekte, die die Organisation benötigt. Das ist für uns also eine offene, praktische Frage gerade. Ja, also Unsere Idee gerade ist, dass wir jetzt erstmal einen Workshop machen mit allen, offen für alle Mitarbeiter, wo überhaupt das Bedürfnis nach Führung aufgenommen wird, also die verschiedenen Bedürfnisse, die es gibt, auch von den verschiedenen Mitarbeitern. Und wir dann daraus quasi extrahieren, was wir auch dann für die Mitarbeiter, die führen müssen in der Organisation, auch an Wissen und Können dann vermitteln müssen innerhalb einer Schulung dann. ja, ne, wer Ja, führt, sagt sie? Alle. vielleicht, Dennis, magst du im Kontext jetzt dieses Buches antworten? Henning, dir steht ja sonst auch immer, wir haben so eine Beratungssession, wo du auch jederzeit reinkommen kannst, um Fragen zu beantworten. Dennis, geh mal aufs Kontextbuch, darum geht es ja heute. Führung und vielleicht auch die Kritik an hologratischer Führung. Was gibt es da und was sagst du dazu? Und die Schwierigkeit ist ja, wir kontextualisieren alles aus der Brille des aktuellen Betriebssystems für Organisationen, sage ich mal, oder des vorherrschenden Denken. Also wir müssen ja erstmal sozusagen umdenken lernen und verstehen, dass es bei Holacracy wirklich um eine radikale Verteilung der Befugnisse geht, wo wir alle aufgefordert sind, mehr zu führen. Also Genau. jede einzelne Rolle muss führen. Und dann gibt es natürlich die klassischen Führungsthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen Menschen und Organisationen beziehen, wo es dann geht um, keine Ahnung, Performance und Erwartungen der Organisation gegenüber den Menschen und so weiter. Und vielleicht auch Mitarbeiter wieder loszuwerden. Und das wird dann immer sehr, sagen wir mal, an Menschen aufgehangen. Und gleichzeitig ist die Frage, gibt es nicht die Möglichkeit, andere Prozesse auch zu stricken, auch zu evolvieren mit Hilfe von Holacracy als Medium, innerhalb dessen wir Experimente mit anderen Arten, zum Beispiel des Recruiting, anderen Arten der Vergütungsmodelle, anderen Arten des Performance Managements durchzuführen und auch uns inspirieren zu lassen von anderen hologratischen Organisationen, die ihre Erfahrungen in diesem Bereich teilen. Stichwort Governance Apps. Ja. Das mal vielleicht mal so als erster Aufschlag eine Antwort. Ja, Marc hatte sich zwischenzeitlich ganz kurz gemeldet. War das dazu? Nee, war eine eigene Frage. Ich schreibe sie gerade das Miro-Board. Okay. Sonst sag sie direkt. Wir können sie gerne direkt anschließen. Ich hätte ein paar Anregungen, um den Kühlmann ein bisschen was zu fragen nach Entwicklungsmodellen klassischer Organisationen. Denn die gibt es ja auch. Und ich glaube, da zeigt sich ja auch, dass klassische Organisationen unterschiedliche Reife gerade aufweisen können und immer wieder dysfunktional werden können. Also insofern wäre das ganz, ganz wichtig, mal darauf zu verweisen, dass Holacracy eben möglicherweise eben auch in einem Prozess sich weiterentwickelt, das aber nicht unbedingt was Negatives ist, sondern was etwas ist, was man schon aus klassischen Organisationen kennt. Ich
verweise da zum Beispiel auf den Glasl und sein Entwicklungsmodell. Das wäre so eine Geschichte oder noch klassischer. Der Greiner mit seinem Lebenszykluskonzept der Organisation, das ist ja ein Modell aus dem Anfang der 70er Jahre schon. Und da denke ich, könnte man durchaus anschlussfähig sein. Und die andere Frage, die ich hätte, ist, warum ihr Polarity Management, Barry Johnson, so in den Vordergrund rückt. Meines Erachtens gibt es eine viel ältere deutsche Tradition mit genau demselben Ansatz. Das geht ja zurück bis 100 Jahre, sogar zurück. Ist nur meiner Ignoranz zu verdanken. Okay, also dann auch da vielleicht ein kleiner Tipp. Schon bei Schulz von Thun, 80er Jahre taucht es auf. Der verweist wiederum auf den Nikolai Hartmann und den Paul Hellwig aus 1926. Man hätte da eine Anschlussmöglichkeit an deutsche Forschungstradition und würde dann wahrscheinlich im akademischen Fächerkanon besser akzeptiert werden. Ja, mir geht es erstmal darum, sozusagen mit dem Buch zu zeigen, es gibt da noch eine andere Sicht auf die Dinge. Und da gehört sicherlich das, was du sagst, das kann man dann alles noch anschließen und hinzufügen, ergänzen, anreichern und so weiter. Aber mir ging es erstmal darum, dass es nicht unwidersprochen einfach so dasteht. Und das ist jetzt das Ende. Ich habe jetzt so ein bisschen so halb ironisch, das war das, was Frank vielleicht meinte mit dem Provokant. Ich habe da halb ironischer, die es gelesen haben, in dem Buch ein Abgesang, eine Trauerrede sozusagen über das Versterben der Holakratie formuliert. Das meinte ich natürlich nicht ernst und gleichzeitig so kommt sozusagen, so war sozusagen der emotionale Grundton. Das ist jetzt Weizenmode und jetzt müsst ihr alle einpacken und das interessiert eh keinen sozusagen mehr und das ist jetzt bald vorbei sowieso und dann kommt es vielleicht nochmal irgendwie wieder in einer anderen Form, aber eigentlich ist es jetzt, kann man es eigentlich schon abhaken, ja. Und da zu sagen, okay, es gibt Leute, die es anders sehen und die das durchaus schätzen und was sie daran schätzen, das auch nochmal hervorzuheben, die andere Seite. Ja. Darum ging es mir. Okay, gibt es noch Fragen, die so ein bisschen rausstechen für dich, Tobi, da, die du sinnvoll. Ja, hier auch zum Buch, nochmal zur Kritik. Da hat Ivo nochmal hier geschrieben, weiß man inzwischen was zur Datengrundlage von Stefan Kühl? Er hat ja nur negative Beispiele gefunden. Ja, Was ist deine leider. Datenlage? Du hast sie dir angeschaut. Ja, ich habe nur die Interviewauszüge und da sagt er eigentlich auch nicht, welche Organisationen das sind. Kann man auch nachvollziehen, weil es gibt die Organisationen wollen sich da jetzt auch nicht, keine Ahnung, vielleicht haben nur zugestimmt der Forschung, wenn sie anonym bleiben können. Das ist ja sehr legitim. Aber das ist eben das Problem für mich also als Außenstehender, der die Daten nicht kennt oder nicht die Organisation. Ich weiß nicht, wer hat es eingeführt, wie haben sie es eingeführt, welche Maßnahmen machen sie, um die Praxis lebendig zu halten, wie viele Prozessmoderatoren haben sie ausgebildet, haben sie die Verfassung überhaupt ratifiziert und so weiter und so fort. Also, ne, es gibt viele Organisationen, die sagen, ja, wir machen Holacracy. Habt ihr die Verfassung ratifiziert? Nee, noch nicht. Oder nee, also wieso muss man das? So also ungefähr. Also es gibt da unterschiedliche Grade und das ist schon sehr wichtig, das ist ein wichtiges Detail. Und darüber habe ich jetzt keine Kenntnis aus Kühls Buch und auch aus dem anderen Buch nicht, wie dir die Ausgangslage ist, sozusagen. Und das Einzige, was wir wissen, dass sie also 5 Jahre teilweise eben Holacracy praktizieren. Und da ist es dann auch wieder eine Selbstauskunft der Organisation. Wie soll Kühl das beurteilen, wenn eine Organisation sagt, wir machen Holacracy? Ich kenne so viele Leute, die sagen, wenn ich den Holacracy erkläre, ja, sowas Ähnliches machen wir doch auch. Nee, macht ihr nicht. Okay, wunderbar. Dann war im Chat, glaube ich, noch eine Diskussion zum Thema Schatten. Und da habe ich einen Kommentar von der Susanne gelesen, wo sie ein bisschen angesprochen hat, ja, was machen denn eigentlich Chefin, Gründer, Gründerinnen, die im alten Modell das sind und sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und jetzt in zum Beispiel ein neues System wie Holacracy kommen. Und sich jetzt hinter einem anderen Titel verstecken? Oder wie sieht das aus mit den Schattenstrukturen durch die ehemals Führungsstruktur? Da gibt es ja auch eine Kritik,
Vielleicht magst du da noch mal drauf eingehen. Ja, sicherlich ist das, wenn das jetzt ein Übergang ist, und das ist ja in 99% der Fälle einfach ein Übergang von einer, es ist ja nicht, dass die Organisation mit Holacracy gegründet werden, sondern die wechseln. Das heißt, es sind die alten Gewohnheiten im Spiel und es sind auch noch die alten Selbstverständnisse im Spiel und die alten Identitäten, auch als Führende. Und man muss dann auch dem Zeit lassen, dass die auch eine neue Identität sozusagen gewinnen können oder sich selbst geben können oder für sich entwickeln können. Also wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr andere unter mir habe und denen sagen kann, was sie tun sollen, sozusagen? Dann so, dann normalerweise werden die einfach auch, also was ehemalige Führungskräfte halt an Skills haben, ist oft, dass sie oft Probleme lösen mussten und also Problemlösungskompetenzen haben. Deswegen werden sie gleich auch in die Kreisliedrollen reingesteckt oder gehen nahtlos über quasi in die Kreisliedrollen und oft auch zurecht. Und dann ist es die Herausforderung zu sagen, okay, was ist gleich und was ist anders in Holacracy, was Führung betrifft? Was bleibt als Funktion von Führung, die auch weiterhin nützlich ist und die auch nicht, wo die jetzt auch nicht sozusagen mit auf der Bremse stehen sollten, die Leute bei sich nach dem Motto, oh Gott, das darf ich hier nicht mehr sagen und nicht mehr so für meine Rolle kämpfen und für die Performance der Organisation kämpfen oder sowas, weil wir sind jetzt hier alle gleich oder sowas. Nein, du sollst deine Rolle führen und du sollst deine Einwände bringen, du sollst deine Vorschläge bringen und du sollst deine Projekte anfragen und sozusagen deinen ganzen Drive und deine Rolle bringen, selbst wenn du ehemalige Führungskraft gewesen bist. Du sollst dich jetzt nicht zurücknehmen und lachst. Die anderen sollen alle in ihre eigene Führung gehen und das System auch nutzen und im Zusammenspiel durch die Regeln, die operativen und auch die Governance-Regeln, gibt es diese, sag ich mal, diese emergente Führung, wenn man es so vielleicht mal so nennen möchte, die daraus entstehen kann und idealerweise auch entsteht. So. Aber wenn man das noch nie erlebt hat, dann ist das erstmal, dann hat man natürlich nur die Sachen, die man kennt. Und darauf fällt man dann oft dann auch zurück, auch gerade wenn es stressig wird. Dann schmeißt man die Praxis aus dem Fenster, statt dann ist es eigentlich wichtig, noch mehr zu praktizieren und sich noch mehr an die Regeln zu halten, wenn es stressig wird und nicht sozusagen dann, ah ja, jetzt wird's ungemütlich, jetzt machen wir noch mal, setzen wir das nochmal kurz aus, die Regeln. Das ist so oft so ein Impuls und ein schädlicher Impuls. Also dann kommt es eigentlich darauf an, am Ball zu bleiben und die Intention, sich der nochmal zu vergewissern. Warum haben wir das eingeführt? Warum wollten wir das eigentlich? Und weil das System ist oft besser als die Menschen in den schlechten Momenten. Mit anderen Worten, du sagst, dass es wieder die Praxisreihe, der Praxisreifegrad ist, ob man in stressigen Situationen in eine informale Koordinationsmechanismus der ehemaligen Gründer verfällt oder eben in diesen Ja, und Agenten-Holocaust. genau, was jetzt noch, ne, es gibt noch, und das beschreibe ich auch im Buch, weiterhin das Problem, Anführungsstrichen, dass es ja noch die rechtliche Struktur gibt. Und das ist auch ein Teil von Kühls Kritik, also dass letztlich die Leute wissen, dass die Person ist der Gründer und der kann das mit einem Federstrich, kann er Holacracy wieder abschaffen und der kann mich auch feuern und so weiter. Es gibt immer noch eine Zweiklassengesellschaft, auch selbst in den allermeisten holakratischen Organisationen. Es sei denn, Ausnahme sind diejenigen, ne, For Purpose Enterprise. Na, jetzt, Christiane macht gerade ihr Bild wieder an. Genau. Ja, das ist das, also was Kühl da zutage fördert, ist eigentlich eine Kritik an den rechtlichen Konstrukten, die uns zur Verfügung stehen und in die Konsequenzen, die sie haben für uns als Leute, die innerhalb von Holacracy ja, trotzdem immer noch Angestellte versus Eigentümer sind, sozusagen. Das heißt, um noch einen Schritt weiter zu gehen, und das beschreibe ich auch im Buch so ein bisschen, For Purpose Enterprise, und meine ehemalige Kollegin Jo Aschenbrenner hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, wo wir unsere Arbeit von Encode, also der Organisation Encode.org, beschreiben, wo wir dieses For Purpose Enterprise entwickelt haben, wo es eben auch um die rechtlichen Strukturen geht und auch um die zwischenmenschlichen Themen, die eben ja Holacracy auch ausklammert. Und dass man sozusagen so ein Gesamtmodell hat, das eben den Bereich der Arbeit, den Bereich der Menschen und den Bereich des Eigentums und der rechtlichen Strukturen mit berücksichtigt. Das ist eigentlich auch
was wir bei Expreneurs ja auch mit im Blick haben, dass wir da auch die Innovationen nachverfolgen, die es so gibt in dieser Hinsicht. Ja, wir haben noch einen weiteren Kommentar von Simon auf dem Board. Simon, ich lese ihn einfach mal vor. Falls du noch dazu was ergänzen möchtest, tu das gerne. Ein häufig genanntes Argument gegen Holacracy in unserem Unternehmen ist, das skaliert nicht. Wir haben uns von 30 Kollegen 2015 zu einer Größe von mehr als 600 Kollegen entwickelt. Ja, es ist sehr beeindruckend. So ein Mercedes-Benz-IO, ne? Oder was war das? Vielleicht magst du ein paar Worte zu sagen. Daumen hoch. Daumen hoch, okay. Ja, genau. Ja, ich meine, ich habe hier eine Kollege Klaas ist auch da. Klaas Simon, wir hören dich noch Reinecke, nicht. Simon hallo. probiert es gerade. Probier noch mal, Simon. Nee, er hat schon genickt. Ich wollte nur Ah, sagen, nee. Okay, ja. ich habe es ja im anderen Kontext auch, ich habe es ja bei der Hypoport damals eingeführt mit Klaas. Zusammen haben wir 300 Leute trainiert als Prozessmoderatoren. 300 oder mehr, ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile durchs Training gelaufen sind. Also, bis ich gegangen bin, habe ich, glaube ich, 40 Trainings oder 42 Trainings da gemacht. Wir hatten Ja, im Schnitt mal 11 Leute, 12. kannst du rechnen. Ja, also da ist eine ganz gute Durchdringung der ja, das Training. Also unser Ansatz war damals zu sagen, wenn wir so eine große Organisation haben, die Leute müssen einfach die Chance haben, das zu lernen, das zu üben und ordentliches Fundament zu haben, weil sonst skaliert das nicht. Also klar, wenn du es von klein nach groß skalierst, wie jetzt vielleicht in Simons Beispiel, dann ist das noch vielleicht nochmal eine andere Geschichte, ne? Aber wenn du diesen Wechsel machst, also wenn das sozusagen sowieso die Kultur ist, wo die Leute, wenn die reinkommen, sagen, hier, so wird hier gearbeitet, Punkt, und dann nehmen sie das sozusagen so auf. Aber selbst dann musst du wahrscheinlich auch noch trainieren. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gemacht, Simon? Da wahrscheinlich auch so ein bisschen nachgeschult, oder? Die Leute so ein bisschen unterstützt. Ich hab's, Tava. Könnt ihr mich jetzt hören? Ah ja, es klappt. Wunderbar. Ich habe es nur zum Teil mitbekommen. Also ich kann nur sagen, also unser größtes Problem war genau das, dass wir nicht genug Zeit investiert haben, um ja, die Menschen, sorry, wenn ich englische Begriffe verwende, weil ich den ganzen Tag eigentlich nur Englisch spreche, bei uns alles nur Englisch passiert. Also wir haben halt dieses Element komplett verkackt, ganz ehrlich. Also wir haben, wie ihr seht, wahnsinnig schnell ganz viele Leute eingestellt und ganz viele haben auch sofort, ja, ist ja geil, Mensch, wir machen was Neues aber ganz viele, also es gibt ja so eine Regel, dass du halt so und so viel Prozent eigentlich deiner Zeit auch in das Enablement bei Holacracy und solchen Dingen investieren musst. Und das hat halt bei uns überhaupt nicht stattgefunden. Wir hatten ein paar wenige, ja, vorhin hat jemand den Begriff Influencer genannt. Ich kann nur sagen, also das darf man nicht unterschätzen, wie sehr man eigentlich immer wieder diese Trainings durchführen muss und immer wieder auch die Leute in das Thema mit reinholen. Und das ist halt bei uns einfach in die Hose gegangen. Ja, und wird ja in dem Buch gar nicht so von Kühl gar nicht klar, wie viel Aufwand haben die uns Ja. schon betrieben. Also dann kann ich nur sagen, okay, da kann ich gar nichts zu sagen zu den Daten. Das kann alles Murks gewesen sein, diese fünf Organisationen. Und die Chance ist relativ groß, weil, sag mal, die Mühe, die sich Hypoport vielleicht gemacht hat oder ja, wo die Organisationen, die wir jetzt begleiten, bei Expreneurs, wie wir versuchen, Organisationen zu unterstützen, eben mit einem Angebot eben, dass die Leute eben auch so ein Abo machen bei uns und eben alle Leute ins Training schicken können, theoretisch, die ein Abo haben und auch Online-Kurse dazu bekommen und Live-Sessions besuchen können, wo sie eben sich Coaching-Antworten holen können bei uns und so. Also das wäre ja mal ein Level von Unterstützung. Also es braucht stützende Strukturen für diese Praxis, sagt mein Kollege Patrick Scheurer mal sehr gerne. Es braucht Schützenstruktur. Darf ich noch was dazu sagen, Ja, kurz? genau. Interessant ist, der eine oder andere kennt ja unsere ehemalige Geschäftsführerin hier in der Runde auch, die sich aus dem Unternehmen verabschiedet hat vor circa 2 Jahren, jetzt was ganz anderes macht und auch unlängst auf LinkedIn gepostet hat, ihr größter Fehler wäre gewesen, dass sie genau das unterschätzt hat. Sie hat unterschätzt, wie viel Zeit wir eigentlich investieren müssen, um Menschen in so eine neue Organisationsform reinzubringen und zu enablen. Das fand ich, ja, also ein interessantes Statement so im Nachhinein, also auch von der Management-Ebene selber. Ja,
Ja, danke für den Impuls, Simon. Gut. Wir haben hier noch eine letzte Frage, die vielleicht auch noch ganz gut passt. Gibt es konkret geplante Schritte, um das Aufeinandertreffen zwischen Wissenschaft und Praxis oder jetzt dir, Dennis und Stefan Kühl oder mit diesem Buch Ja, also zu gestalten? fast wäre ja ein Mitarbeiter der Bielefelder Forschungsgruppe, der hat sich angemeldet, hat sich leider wieder abgesagt, ich weiß nicht, was da dazwischenkommt ist, aber der hat sich angemeldet, da wäre vielleicht schon mal ein Dialog hier schon möglich gewesen. Ich bin jedenfalls offen, mal gucken, also ich lasse mal auf mich zukommen, bin da bereit, darüber zu diskutieren. Der Kühl ist ja eigentlich immer sehr debattenfreudig und finde das ja eigentlich gut, sich so auseinanderzusetzen und spitzt auch immer gern Dinge zu. Also von daher herzliche Einladung. Möge er sich melden oder jemand, der das organisieren möchte. Da stehe ich für zur Verfügung. Okay, Ja, und bis wunderbar, ja. dahin, hier, lesen, kaufen, lesen und weiter sagen. Ja, Ja, gut. das mag vielleicht noch nicht ganz dein Schlusswort sein. Gibt es noch was, was du sonst noch sagen möchtest, wo du dich bedanken möchtest? Ja, stimmt. Also Okay. bei Aniko, bei der ich das Ohr abgekaut habe, das ist meine Partnerin hier, die ist auch, hallo, der ich abends immer alles erzählt habe und sie sich das alles anhören musste, leider. genau, und natürlich Frank für dein Vertrauen, Frank Baumgärtner vom Schäfer-Pöschel Verlag in das Projekt und auch an die Elke Renz, die Lektorin, hat auch einen super Job gemacht und die Frau Dreisettel hat das auch mitbetreut. Also da nochmal ganz herzlichen Dank und danke an alle von euch, danke an dich, Tobi, fürs Co-Moderieren hier und ja, für alle, die Interesse haben an dem Thema, für alle, die Holacracy in die Welt tragen und eine Vision einer besseren Arbeitswelt leben. Also bleibt am Ball. Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch auch alles Gute. Vielen Dank fürs Kommen. Sagt's weiter und ja, lest das Buch.